Die Gedenkstätte Goldener Löwe in Eisenach. Hier wurde ein Grundstein für die SPD gelegt. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die SDAP, ein Vorläufer der SPD, wurde hier vor 150 Jahren gegründet. Das wird heute gefeiert, trotz schwindender Wählergunst und parteiinterner Kursdiskussionen. Die SPD hat in ihren insgesamt jetzt 156 Jahren schon deutlich schwerere Situationen hinter sich gebracht. Und ich denke auch, dass wir das positiv auflösen können. Auch wenn die Zeiten gerade schwierig sind, glaube ich, dass unsere Wurzeln so stark sind und dass wir gezeigt haben, dass wir in der Geschichte so eine große Verantwortung genommen haben, dass auch eine leuchtende Zukunft weitergehen wird. Die SPD stellte Kanzler und bestimmte die Politik in der Bundesrepublik maßgeblich mit. Wurde von der Arbeiter- zur Volkspartei, doch die Zeiten der souveränen Volkspartei scheinen vorbei. Es gibt noch immer Kritik an den Agenda 2010-Reformen unter Gerhard Schröder. Die Mitgliederzahlen sinken. In Umfragen liegt die SPD bundesweit derzeit unter 15%. Der Wunsch nach Veränderung wächst. Die kommissarische Parteivorsitzende Dreyer bekräftigte heute, dass sie offen für eine mögliche Koalition mit der Linken auf Bundesebene sei. Was im Übrigen auch unser Parteitag Beschluss ist, weil wir gesagt haben, wir schließen nicht mehr aus, außer AfD. Auch SPD-Generalsekretär Klingbeil ist offen für Veränderungen. Nach der nächsten Bundestagswahl wird es sicher Debatten über politische Mehrheiten und Konstellationen jenseits der Großen Koalition geben. Dazu gehört auch Rot-Rot-Grün. In Bremen hat gerade erst ein solches Bündnis seine Arbeit begonnen. Da schauen wir jetzt auch hin. Auch in Thüringen hat man Erfahrung mit Rot-Rot-Grün. Seit 2014 regiert der linke Ministerpräsident Ramelow mit SPD und den Grünen.